So, ihr lieben Leute, hier geht's weiter mal bei unserem Server, der Familienserver. Also bitte fragt nicht wieder, ob man mitspielen kann, das ist nicht möglich. Und da wollen wir mal weitermachen, was hier noch alles Neues gibt. Und zwar, so, hier habe ich jetzt das Dorf letztens entdeckt gehabt und dann hab ich hier... Da hinten? Ne, es passt. Jedenfalls habe ich da hinten dann noch, wie gesagt, diese Dölle. Ja, dieser Beginn hier zur Zugschiene entdeckt. Da kann man mal hinwandern. Gucken, was da ist. Schönes. So, jawohl. Was hat das jetzt für ein Geräusch? Keine Ahnung. Ne? Keiner weiß es. Keiner weiß es. Und weiter geht's natürlich. Weiter geht es. Okay. Und. Wo kommen wir denn raus? Da sehe ich schon. Ich sehe es schon wieder ein Dorf. Mei, ist viel Dörfer hier, Leute, hä? So viele Dörfer. Da ist auch schon wieder eine Schiene hier. Was sagt er mal? Wo sind da Don hin? Ach, jetzt ist er wieder da. Ich wollte schon sagen, weil es eben so komisches Geräusch von sich gegeben hat. Juhu, passt. Auf alle Fälle wieder, wieder ein Dorf entdeckt. Hallo, ist jemand zu Hause? Nein, ist keiner da. Ist keiner da? Oh, hab's zwar blöd, ne? Und hier, was mit dir? Der Schäfer, weiße Wolle gegen einen Smaragd und ein Smaragd gegen eine Schere. Jawohl, das ist er. Kann ich mit nichts dienen hier, also das tut mir leid. Und, ja, wen haben wir denn hier? Der Fleischer oder was? Gerber, Leder und Smaragd. Smaragd und eine Lederhose. Oh, oh, oh. Nee, mehr ist nicht gut, perfekt. Schade, ne? So, auch, ihr seht schon wieder hier, es ist umrandet das Dorf, so dass diesen Dorfbewohnern, also NPCs, nichts passieren kann, auf alle Fälle. Hier ist noch eine Schmiede. Sieht, haben wir da schon mal reingeschaut? In die Kiste? Haben wir da schon mal? Haben wir da schon mal? Nein, da haben wir wahrscheinlich noch nicht reingeschaut, aber ihr seht, da ist was drinnen, auf alle Fälle. Können wir ja direkt noch was reinlegen, Mensch. Rote Beetesamen habe ich letztens entdeckt, das ist neu. Ja, habe ich letztens nämlich entdeckt, dass das neu ist hier. Das vorher auch noch nicht gesehen. Und jo, kann man auch rote Beete anpflanzen. Das finde ich sowas von nice. Ist wenigstens auch mal was Neues dabei ist. Na, ist eigentlich hier dauernd was Neues dabei, finde ich. Ich komme schon gar noch mal hinterher. Vor lauter neue Dinge hier. Und ja. Kenne ich auch hier nicht. Elytren. Was ist das wieder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Du müsst halt mal öfter mal spielen, dann wird man es wissen. Ha. So ist es, dann wird man es wissen. Oh, guck mal hier, da haben wir sogar... Ach nee, das passt schon, okay. Nee, passt, ne? Gut. Dann gehen wir wieder nach draußen. Diese Sachen lassen wir drin. Die Kamera ablassen, denke ich. Das schadet nicht. So, dann seht ihr hier, wie gesagt, dieses tolle Dörfchen. Da hier hinten war ja noch eine... warte mal, ein bisschen jetzt hin. Da müssen wir noch gucken. Da ist wieder eine Zugschiene. Da, wo ist denn da der Eingang? Da unten ist der Eingang. Gehen wir direkt mal rein. Und gucken mal, was uns hier erwartet. Achso. Na, also sagt er mal... Haben wir noch eine Lore dabei? Da ist eh eine drauf, ne? Hier ist eine drauf. Und los geht's. Und zack.
gucken, wo wir hinkommen, ja? Da brennen sie alle weg. Oh. Sie brennen dahin, jawohl. So, das mit diesem Untertitel habe ich gemerkt, ist eigentlich immer das Gleiche, sage ich mal so. Lassen wir einfach sie waschen. Da steht da, Lore fährt, obwohl okay, da ist in der Nähe. Immer das Gleiche eigentlich. Fledermaus fliegt, obwohl nichts ist. Ja, ist egal, ne? Ist nicht so schlimm. Jawohl, eine Spinne. Und da brennt sie wieder weg hier unten. Jawohl, das sind aber nicht viele. So ein bisschen, ja, oder? Ha, stehen sie alle im Schatten, guckt hin. Eieiei. Und hier, oh, schon wieder ein Dorf. Was sagt er mal? Wo bin ich jetzt zurückgefahren oder was? Nee, waren wir ja noch gar nicht, ne? Oder? Zack, und da sind wir wieder angekommen. Ja, wo sind wir denn jetzt schon wieder, Leute? Wo sind wir jetzt? Ne, hier war ich doch aber letztens in den zwei Betten hier. Wir gucken mal eben. Wir gucken mal eben. Na, warte mal, wo sind wir denn? Hier ist auch schon eine Zugschiene. Na, sag doch mal, ne, hier war ich halt, glaube ich. Also, ihr seht schon, hier gibt es lauter Dörfer bei uns. Und, könnt ihr mal was anpflanzen hier, Hübschen? Wollt ihr mal ein bisschen rote Beete-Samen haben? Komm, ich gebe euch mal ein bisschen rote Beete-Samen. So, da habt ihr auch ein bisschen was zu tun, ne? So, hier ist auf alle Fälle wieder ein Dorf. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich hier letztes schon war oder nicht. Von lauter Dörfern. Man blickt nicht mehr durch. Aber was soll's, ist nicht so schlimm. Jetzt haben wir halt einen langsamen Überblick verloren, welches Dorf was hier war. Das hätte ich mal beschriftet, sag ich mal, ne? Die Musik können wir die wegen leiser machen. Obwohl die gar nicht laut ist, ist 10, ne? Machen wir mal 5. Komisch. Na gut, da können wir ja mal mit diesem anderen Zug jetzt fahren. Mal gucken wir mal, wo der hinfährt. Blüpp. So, Moment mal, blüpp, blüpp. Und da gucken wir mal. Und los geht's. Der wieder hinfährt jetzt hier. Schön die Gegend hier, auf alle Fälle. Sehr, sehr schön. Da ist Wölkchen hier. Und abwärts, 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 jawohl. So, was sind wir jetzt hier? Irgendwo war auch ein Hexenhaus. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo da der Welcher Zug, ne? Keine Ahnung. Das ist eine Sonnenbrand hier, ey. Guck mal, die Sonne ist im Wasser. Sie ist ins Wasser gefallen. Oder so. Gut, da hinten sehe ich schon eine kleine Insel. Eine kleine. Mal gucken, ob wir da anhalten oder ob es weitergeht. Schauen wir mal. Oh, hier hinten ist auch irgendwas. Hier waren wir noch nicht gewesen. Und da begrüßt es auch schon eine Spinne.
Jawohl. Da ist auf alle Fälle ein kleiner. Ja, keine Ahnung. Oh, guck mal hier. Sonnenblumen. Lauter Sonnenblumen. Das habe ich überall nicht gesehen. Alter Schwede, ist ja cool. Lauter Sonnenblumen hier. So wie im Landwirt. Jetzt geht's langsam. Die Sonne langsam runter. Das ist auch immer. Da ist schon der Mond wieder. Mond scheint helle. Also Wester. Ein bisschen Floh im Hals. So, wo sind wir denn jetzt? Ah, bleib stehen, bleib stehen! Wo sind wir denn jetzt wieder angekommen? Und hier ist schon wieder eine Zuschiene, warte mal, zur Schlucht steht hier. Ah, okay. Und hier zu den zwei Dörfern. Ach, guck mal, da haben wir da wegen beschrieben hier. Okay, zu den zwei Dörfern zur Schlucht. Lass mich das hier mal schauen. Das ist ja Sandstein auf alle Fälle. Oh, guck mal, hier ist die Lichter. Ach, das sieht ja sowas von genial aus. Ist das nicht geil? Wo ist denn das? Das sieht so da oben herum so grün. Ist voll genial. Ja, Leute, genial. So, ich nehme wieder so ein Stündchen auf, tue das dann wieder in vier Teile teilen. Passt das. So, perfekt. Klasse, hey. Klasse, Mensch, wo geht denn das jetzt wieder hin? Hier ist wieder ein riesen Tunnel hier. Ein riesen Tunnel. Ach, ist geil, oder? Wenn du so guckst, man denkt, man ist am Meer. Irgendwie so der Weltuntergang, sag ich. Sonnenuntergang. Und es wird dunkel und so. Voll genial, ey. Da hinten. Oh, eine Startschuppe! Geil, habt ihr das gesehen, hey? Die Scheiben müssen wir mal putzen hier. Scherz. Sau geil gebaut. Also ich muss jetzt sagen, wir diesen Texturenpack und dann noch diesen Shader da drin. Wow, da haut's einen wieder weg, ne? Da haut's einen weg, ey. So, wir sind hier. Ja, wo sind wir denn hier, Leute? Hier sind wir! Ich weiß, wo wir sind. Das war jetzt ein riesen Umweg, Leute. Aber was für ein riesen Umweg. Das war ein riesen Umweg. Das zeige ich euch mal. Das habe ich letztens ja schon mal euch gezeigt hier. Das ist zur Schlucht, genau. Na, ein riesen Umweg. Guck mal, wir waren irgendwo da hinten mal losgefahren. Nordstern. Und hier kommen wir irgendwann mal raus. Das ist ja der Hammer, oder? Das ist ja der Hammer, echt. Also hier waren wir schon mal. Ich bin am Brunnen gefallen. Was? Na? Was ist denn da wieder Neues? Hm? Das ist... Guck mal, die Buchstaben. Die kennen wir doch schon. Was die aber dazu machen? Ja, das unten, das war das Board, genau. Ja, aber was? So, okay. Also hier auf alle Fälle waren wir schon. Also habt ihr ja gesehen, da haben wir eine riesen Reise jetzt gemacht. Und wir sind auf alle Fälle hier in der Schlucht gelandet. Ich muss aber trotzdem nochmal zurück trampeln, weil nämlich ich nochmal gucken will, was jetzt da hinten los war. Müssen wir nochmal hinlaufen, nützt nichts. Da müssen wir nochmal, ich könnte mich schneller laufen. Nochmal hin, da haben wir eigentlich eine ganze große Rundreise mit dem Zug begangen. Was soll man noch am geilsten, ja, wenn das hier so ein Hai schwimmt, oder? Ja, statt so ein Tintenfisch. Das wäre ja mal geil, wenn sie aber Haie einbauen würden. Haha! Das gibt es bestimmt auch schon irgendwo, denke ich, ja. Jo. Voll genial, Leute, genial. So, hier haben wir wieder blink, blink, blink. Jawohl. Blingi, blingi.
So, also. Zur Schlucht. Okay. Da kommen wir her. Okay. Ja, Wahnsinn, diese weite Reise hier. Also könnte ich jetzt direkt hier so. Aber was war dann das da hinten? Da kann man da mal hinlaufen. Oder fliegen. Da hinten war doch aber, wo wir herkamen. Aber es ist jetzt weit weg, glaube ich, gell? Irgendeine weiße Säule gestanden. Kann man da mal hingehen? Warum ist eigentlich grüne Staure? Die Spinne? Nee, das passt schon, glaube ich.